Und wie lange muss ich diese demütigende Behandlung hier noch ertragen? Ich habe es satt. Und wie wäre es, wenn Sie vielleicht zur Abwechslung mal die Klappe halten würden? Ich lasse mir nicht den Mund verbieten. Und wenn Sie mich zum Schweigen bringen wollen, dann müssen Sie mich schon umbringen. Haben Sie gehört? Führen Sie mich nicht in Versuchung. Oh, Telefon. Mal eine andere Stimme als Ihre hören. Wie wundervoll. Hallo? Ah ja, Charlie, was rausgefunden? Warum werde ich immer noch diese Frau macht mich doch wahnsinnig. Ihre Lösegeldforderung wurde doch akzeptiert. Wieso sie sich... Geben Sie her! Was versprechen Sie sich denn davon? Können wir die Sache nicht beschleunigen? Die Frau treibt mich in den Wahnsinn. Na gut, aber lange ertrage ich es nicht mehr. Sie geht mir auf die Nerven. Wer geht hier wem auf die Nerven, du lieber Himmel? Tja, Kompliment, Flame. Deine Idee war brillant. Die Wirkung der Schlaftabletten hält während des gesamten Fluges an. Und der Sauerstoff reicht auch bis mindestens nach New Orleans. Wollen wir hoffen, dass nichts schief geht? Es wird nichts schief gehen. Und falls es dich beruhigen sollte, ich habe beschlossen, dich doch zu begleiten. Aber wir werden in getrennten Maschinen fliegen, in Ordnung? Und ob du es glaubst oder nicht, ich beneide dich richtig darum, dass du mit meinem Bruder fliegst und nicht ich. Tja, wenn du willst, können wir ja tauschen, wäre mir nur recht. Ich glaube kaum, dass das sinnvoll wäre, da es deine Familie ist, wo wir ihn hinbringen wollen, hä? Hör zu, wir halten uns strikt an deinen Plan und machen das Beste draus, ja? In Ordnung. Die Sache wird ganz reibungslos über die Bühne gehen. Solange du keine Panik kriegst. Glaubst du, dass Robert sich gestört fühlt, wenn wir beide, du weißt schon, was tun? Aber keine Sorge, Brüderchen. Das nächste Mal, wenn wir dich in einen Sarg legen, werden wir dafür sorgen, dass du für immer in Frieden ruhen kannst. Es interessiert mich nicht, in welchen Schwierigkeiten Ihre Firma momentan steckt. Uns liegt ein verbindliches Angebot von Ihnen vor. Aber wenn Sie sich auf einen Prozess mit uns einlassen wollen, bitte... Nein, ich werde den Fall nicht persönlich übernehmen, aber Sie wissen verdammt genau, dass Sie vor Gericht aufgrund des schriftlichen Angebots, das uns vorliegt, den Kürzeren ziehen würden. Na also, ich wusste doch, dass wir uns einig werden. Hier, sie lag auf Cicis Schreibtisch. Das hätte ich mir ja denken können. Na, hast du dich gut amüsiert? Machst du Witze? Ich habe gerade mit so einer Baufirma telefoniert, die ihr schriftliches Angebot zurückziehen wollte. Ja, ich weiß, das war nicht zu überhören. Dir gefallen solche Auseinandersetzungen, ne? Es ist so eine Art Spiel für dich, stimmt's? Allerdings nur, wenn ich gewinne. Wenn ich verliere, ist es der Weltuntergang, solange bis ein neues Spiel anfängt. Und falls ich dieses Spiel gewinnen sollte, werde ich sicher völlig aus dem Häuschen sein. Hier bei Capwell. Hi, Casey, ist Mason da? Ah, ja, natürlich, Sekunde. Mason, es ist Julia. Hi, was gibt's? Hi. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass es spät wird heute. Ich muss noch an der Verteidigung arbeiten. Wie spät? Das kann ich noch nicht sagen, aber du kannst mich jederzeit in Dashs Apartment anrufen, wenn du mich brauchst. Okay? Ich muss jetzt los. Wir sehen uns dann später. Das war's dann wohl. Sie scheint fest entschlossen, Robert zu heiraten. Wir haben aber immerhin noch 4 Wochen, um Kelly die Augen über Robert zu öffnen. Ich habe nur keine Idee, wie. Denn so wie es aussieht, will sie nicht glauben, dass Robert und Deborah ein Verhältnis haben. Dann müssen wir es ihr beweisen. Ich würde sogar riskieren, Kelly zu verlieren, wenn es mir gelingen würde, ihr begreiflich zu machen, wie Robert wirklich ist. Wenn sie ihn heiratet, wird's noch schmerzlicher für sie. Meinen Sie das ernst? Verdammt ernst. Wenn ich clever wäre, dann würde ich abwarten, bis sie es selber merkt und... Sie dann auffangen. Aber nein, ich bin ein Idiot. Ich habe vor, ihr einen hieb- und stichfesten Beweis dafür zu liefern, dass Deborah und Robert immer noch eine Affäre haben. Nichts Ernstes vielleicht, aber irgendwas läuft zwischen den zwei. Und wie wollen Sie das beweisen? Keine Ahnung, aber mir fällt schon noch was ein. Telefon für Sie, Mrs. Castillo. Oh, entschuldigen Sie mich. Danke. Hallo? Auf Wiedersehen. Hallo, Eden, hier ist Deborah.
Mann, sind Sie aber schwer zu finden. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Ich muss wegen dringender Familienangelegenheiten für ein paar Tage verreisen. Es kommt etwas plötzlich, aber können Sie mich so lange vertreten? Klar, das müsste irgendwie zu machen sein. Wann wollen Sie denn fahren? Ehrlich gesagt bin ich schon auf dem Weg zum Flughafen. Ich werde 4, höchstens 5 Tage weg sein. Es ist wirklich ziemlich wichtig, ein Notfall sozusagen. Danke nochmal. Kein Problem, ich springe gern für Sie ein und die paar Tage kommen wir auch ohne Sie klar. Wunderbar, bye. Bye. Es war Deborah Landon. Sie hat einen Notfall in ihrer Familie und muss für ein paar Tage weg. Na bestens. Dann werde ich nochmal ihre Wohnung untersuchen. Und wann wollte sie wegfahren? Sie sagte sofort. Dann mache ich es sofort. Moment noch. Die Geschichte mit dem Notfall kaufe ich ja so nicht ganz ab. Vielleicht finden Sie in Ihrer Wohnung einen Hinweis. Irgendetwas ist an der Sache faul. Mal sehen, ob ich was finde. Craig, seien Sie vorsichtig. Ich melde mich dann. Konnten. Ich frage mich nur, wieso die nicht anrufen. Keine Sorge, die melden sich. Immerhin geht es um 10 Millionen Dollar. Sagten Sie 10 Millionen? Mhm. Sie meinen als Anzahlung. Wann wollen die Typen den Restbetrag? Mehr gibt es nicht. Ich habe mich mit denen auf 10 Millionen geeinigt. 10 Millionen? Mhm. Soll ich das wirklich glauben? Sie haben also tatsächlich das Leben meiner Frau aufs Spiel gesetzt? Nur um lumpige 15 Millionen Dollar zu sparen? Lionel, wenn Sie die Summe so lächerlich finden, dann zahlen Sie. Warum haben Sie mir das Geschäft überlassen? Geschäft nennen Sie das? Sie wagen von einem Geschäft zu reden, wenn es um Leben und Tod geht? Die Kerle hätten Sie umbringen können. Ist Ihnen das klar? Wie konnte ich nur so dumm sein, Ihnen die Verhandlung zu überlassen? Kommen Sie wieder auf den Teppich. Sie hatten keine Wahl, schon vergessen? Ich weiß, was ich mache. Mit Typen wie diesen kann man nur auf die harte Tour verhandeln. Die harte Tour? Nicht zu fassen. Jede Wette, dass Sie darüber anders denken würden, wenn es um Sophia ginge statt um Augusta. Mein Gott, Mann. Sie haben Augusta nie gemocht. Ihnen ist doch egal, was die mit ihr machen. Stimmt, ich mag sie nicht. Und Sie, Lionel, kann ich noch weniger leiden. Ich helfe Ihnen, weil Sophia mich darum gebeten hat. Tun Sie mir den Gefallen und machen Sie bitte kein Drama daraus, ja? Das Telefon klingelt. Das müssen Sie sein. Gut möglich. Heben Sie ab, dann wissen Sie es. Hallo? Alles klar, Lockridge. Wir gehen auf Ihr Angebot ein. Wir nehmen die 10 Millionen. Ach, wirklich? Die akzeptieren die 10 Millionen? Aber natürlich, was dachten Sie denn? Wo und wann kann ich meine Frau bitte abholen? Sie kriegen sie, sobald wir das Geld haben. Und wohin? Ich meine, wohin soll ich mit dem Geld kommen? In den Club in der Olden Street, Nummer 425, Zimmer 440. Augenblick mal bitte. Das ist ein Bordell. Sie halten meine Frau in einem Bordell immer versteckt? Mit der Ruhe. Mein Gott. Wir haben sie ja nicht arbeiten lassen. Jedermann hätte sofort die Flucht ergriffen. Und sobald das Geschäftliche über die Bühne ist, können Sie sie mit Kusshand zurückhaben. Aber zur Sache, ich erwarte Sie in einer Stunde mit dem Geld. Kommen Sie nicht auf dumme Ideen. Keine Polizei. Haben Sie verstanden? Sie kommen allein und bringen nur den Koffer mit dem Geld. Und wenn Sie den Anweisungen nicht folgen, dann... Sie haben mein Wort. Ich werde mich strikt an Ihre Anweisungen halten. In einer Stunde bin ich da. Danke. Und falls Sie mit unseren Veränderungsvorschlägen konform gehen, bitten wir Sie, die dem Schreiben beigefügte Kopie des Vertrages unterschrieben, an uns zurückzusenden. Und wie spät ist es? Meine Uhr ist offenbar stehen geblieben. Es ist 4:15. Oh. Entschuldige, wo war ich stehen geblieben? Unterschrieben an uns zurücksenden. Was zurücksenden? Achso, ja, richtig, die Kopie von dem Vertrag stimmt. Also weiter, Absatz. Sollten Sie Fragen bezüglich des weiteren Verlaufs der... Moment mal, entschuldige, aber du hast den Satz noch nicht zu Ende diktiert. Tut mir leid, ich bin wohl etwas unkonzentriert. Machst du dir Sorgen, weil Julia schon wieder im Büro der Blues arbeitet? Das ist unnötig, glaub mir. Das Gebäude wird von der Polizei rund um die Uhr bewacht. Ihr wird nichts passieren. Das weiß ich, da ist sie aber nicht. Sie ist in Nichols Apartment. Das Büro der Blues ist leider noch ein Trümmerhaufen. Oh. Aber ich bin sicher, das ist nicht der einzige Grund, weswegen Sie in Dashs Apartment sind. Wie meinst du das? Wie ich das meine? Naja, wie du selbst schon gesagt hast, wegen all der jungen, attraktiven Frauen, die ständig im Büro der Blues auftauchen und Dash Nichols schöne Augen machen. Ich glaube, so etwas kann ziemlich störend sein auf Dauer und bei Dash zu arbeiten ist vermutlich effektiver. Stimmt, ja. Ich glaube, das Thema lassen wir besser und machen uns wieder an die Arbeit, okay? Ja gut, selbstverständlich. Hey, mit
dir habe ich heute gar nicht gerechnet. Tja, ich wollte dich überraschen mit... Hier. Oh. Und damit. Schön. Und außerdem wollte ich dir noch sagen, dass ich leider für 4, höchstens 5 Tage verreisen muss. Erst wollte ich es dir am Telefon sagen, aber dann habe ich mir überlegt, dass ich es dir doch lieber persönlich erzähle. Tja, das war auch besser so. Was ist passiert? Wieso musst du so plötzlich weg? Nun, das soll eine Überraschung werden. Wo kann ich dich erreichen? Das weiß ich noch nicht. Ich rufe Warum dich so an. So geheimnisvoll. Ja? Nun, das wirst du schon noch erfahren. Hör zu. Ich liebe dich über alles. Hey, lach nicht über mich. Ich liebe dich. Gib mir einen Kuss. Du wirst von mir träumen. Hast du gehört? Denn ich werde von dir träumen. Ja, warte, ich könnte doch mitkommen. Nichts lieber als das, aber das würde die Überraschung verderben, Schatz. Verstehst du? Weißt du, ich mag Überraschungen sowieso nicht. Die wird dir sicher gefallen. Und ich werde wieder zurück sein, ehe du dich versiehst. Bye. So sieht, bekommt er ja einen Schock. Das Licht hier ist auch wirklich grässlich. Wissen Sie was? Ich verstehe nicht so ganz, wie ein junger Mann wie Sie in so etwas verwickelt werden kann. Sie kommen mir so gut erzogen vor. Ich könnte Sie mir gut als Dozent an einer Universität vorstellen. Das wäre doch eine Alternative. Ah, oh, das ist Lionel. Keinen Schritt weiter. Ich habe ziemlich miese Laune. Nerven Sie mich nicht. Müssen Sie immer gleich so unhöflich werden? Halten Sie die Klappe. Ich vergesse mich sonst. Flegel. Ah ja. Haben Sie das Geld dabei? Natürlich. Was dachten Sie denn? Ja gut. Dann machen Sie schon. Kommen Sie rein. Nein. Oh Gott. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Oh. Das reicht fürs Erste, klar? Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass ich eine Waffe in der Hand habe? In Ordnung, das stört mich nicht. Und ich bestimme, wie dieses Treffen abläuft. Aber bitte, und bevor Sie hier Wiedersehen feiern, wird erst das Geschäftliche abgewickelt. Sie haben das Geld, doch zählen Sie nach, wenn Sie wollen. Gott sei Dank. Was bin ich froh, wenn ich nie los bin? Jetzt geht es mir wieder besser. Ich bin fast gestorben vor Angst. Wie konntest du nur das Lösegeld von 25 auf 10 Millionen runterhandeln? Wie konntest du nur so mit meinem Leben spielen? Daran bin ich absolut unschuldig. Glaub mir, das war Sisi. Sisi, aber das ist doch völlig unwichtig. Das Einzige, was jetzt zählt, ist, dass dir nichts passiert ist. Und dass ich dich endlich wieder habe. Ich habe mich für deine Entführung verantwortlich gefühlt. Du bist verantwortlich dafür. Ich meinte das eher im Sinne von... Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich habe dir schon verziehen. Sag mal, Liebling, diese Witzfigur von einem Mann konnte dich kidnappen? Den hättest du doch spielend fertig machen können. Lionel, der Mann hat eine Waffe und ich stand die meiste Zeit unter Druck. Erzählen Sie keinen Unsinn. Sie wissen genau, dass das nicht wahr ist. Wäre es doch so gewesen. Behaupten Sie etwa, dass ich mir das eingebildet habe? Hören Sie, können wir jetzt vielleicht gehen? Sie brauchen uns doch nicht Na gut, mehr. Mit dem Geld scheint alles in Ordnung zu sein. Aber ich hoffe, dass Sie jetzt nicht auf die Idee kommen, die Polizei zu verständigen. Sonst würde ich mich bedauerlicherweise gezwungen sehen, auszuplaudern, was ich über einen gewissen Kunstdiebstahl weiß. Falls Sie vorhaben, nochmal mit Verstärkung hier aufzukreuzen, vergessen Sie es lieber gleich. Nein, nein, ich habe nichts dergleichen vor. Das Ganze ist für mich ab sofort erledigt. Komm, wir gehen. Darf ich mal? Denken Sie mal über meine Worte nach. Sie sollten sich wirklich nach etwas, wie soll ich mich ausdrücken, Respekt. Jetzt komm schon. Umsehen. Ich will hier mit Spaß. Sie mir die Frau vom Hals, bevor ein Unglück passiert. Dankeschön. Oh. Hallo. Was tut ihr denn hier? Wir haben geglaubt, dass wir hier eventuell ungestört arbeiten könnten. Oh, wir werden euch bestimmt nicht stören. Mom will mir noch schnell ein paar Entwürfe von Brautkleidern von Armonti zeigen. Oh, ich wette, sie sind wunderschön. Sie wird als Braut entzückend aussehen. Wenn ihr wollt, bleibt hier. Wir können noch woanders hingehen. Kelly, ist dir klar, dass wir überhaupt nicht über deine Verlobung gesprochen haben? Ja, richtig. Aber weißt du, mir war einfach nicht danach. Ich war mir sicher, du bist dagegen. Und mir reicht es, dass Daddy und Eden versuchen, mir Robert auszureden. Mir liegt nichts ferner, als dir etwas auszureden. Ich finde, jeder sollte machen, was ihm gefällt. Und vor allem, wenn Daddy dagegen ist. Und wann soll das große Ereignis stattfinden? Robert und ich haben beschlossen, so schnell wie möglich zu heiraten. Die Hochzeit findet in 4 Wochen statt. Ich freue mich so für dich. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich wünsche dir auch alles Gute und hoffe natürlich, dass du glücklich wirst. Obwohl mir ehrlich gesagt schleierhaft ist, was du an diesem Robert Barr findest. Aber das ist dein Problem. Glaub mir, er ist wundervoll. Und wenn du ihn näher kennen würdest, würdest du ihn auch mögen. Ich muss ihn nicht mögen. Es ist dein Leben. Aber du musst ja wissen, was du tust. Du bist ja alt genug.
Ach, Cassie, ich wollte dich bitten, meine Brautjungfer zu sein. Kelly? Oh, ich fühle mich geschmeichelt, sehr sogar wirklich. Es ist nur, möchtest du nicht Eden lieber darum bitten? Nein, das möchte ich auf keinen Fall. Naja, ich freue mich natürlich, wenn ich das für dich tun darf. Dankeschön. Alles Weitere besprechen wir später. Ja, gut. Schön. Sag mal, ist dir eigentlich klar, was du da tust? Kannst du dir nicht denken, dass du Eden damit verletzt? Warum soll ich sie bei etwas einbeziehen, womit sie sowieso nicht einverstanden ist? Sie ist deine Schwester, Kelly. Du hättest sie wenigstens fragen müssen, oder findest du nicht? Nein, ich möchte lieber Cassie. Kann es sein, dass du die Entscheidung aus lauter Bosheit getroffen hast? Das hat nichts mit Bosheit zu tun. Ich weiß doch, wie sie über die Hochzeit mit Robert denkt. Ich will bei der Trauung niemanden dabei haben, der das Ganze missbilligt. Jetzt wirst du albern und das weißt du auch. Ich habe hier gerade etwas höchst Merkwürdiges beobachtet. Was denn? Deborah stieg in einen Wagen, vermutlich um zum Flughafen zu fahren. Was ist daran merkwürdig? Es kommt gleich, es war ein Leichenwagen und ich könnte schwören, es ist ein Sarggemauerte gewesen. Ein Sarg, wirklich? Robert war nicht bei ihr, oder? Nicht, dass ich wüsste. In Ordnung. Dann fahre ich am besten gleich zum Flughafen und sehe zu, ob ich etwas herausfinden kann. Sobald ich etwas weiß, rufe ich sie an. Gut, inzwischen sehe ich mich immer um. Gut, bis dann. Mama, ich glaube, dieses hier gefällt mir von allen noch am besten. Ja, stimmt, das gefällt mir auch besonders gut. Oder doch lieber dieses hier? Schwer zu sagen. Doch, das Kleid käme auch in Frage. Und so wie es geschnitten ist, wirst du eine umwerfende Figur da drin haben. Würde es mir denn genauso gut stehen wie dieses? Ich finde beide auf ihre Art hinreißend. Was ist mit dem allerersten? Lass uns das mit dem Tüll. Ja, das war... Mama, das ist so fürchterlich schwer. Ja, wie du meinst. Ach, Schatz, das ist doch vollkommen egal. Ja, weil ich mir sowieso das Falsche aussuche. Nein, weil du einfach in jedem Kleid hinreißend aussehen wirst. Du wirst dich schon daran gewöhnen. Das sind eben die Qualen, die eine Braut durchstehen muss. Das ist erst der Anfang. Na, habt ihr noch immer nicht das Passende gefunden? Ist nicht leicht. Man kann nicht sorgfältig genug sein, wenn es um die Wahl des Brautkleides geht. Gilt das auch für den Mann? Mason! Das war doch nur ein Scherz. Aber kein besonders guter. Tja, Sophia, dir haben doch meine Scherze noch nie gefallen, oder? Die zynischen jedenfalls nicht, da hast du recht. Hat einer von euch Sisi gesehen? Doch, ich habe gesehen, wie er vorhin weggefahren ist. Wenn ihr ihn seht, wenn er zurückkommt, sagt ihm bitte, dass ich ihn sprechen muss, weil... ich muss ihn sprechen. Lass uns woanders weiterreden. Hier finden wir sowieso keine Ruhe. Ja, gut. Kelly, ich würde dich gerne noch mal fragen, ob du ganz sicher bist, dass du mich als Brautjungfer willst. Natürlich. Tja, glaub mir, ich bin sehr stolz, dass du mich darum bittest, aber kränken wir damit nicht Eden? Ich regle das mit ihr. Mach dir keine Sorgen. Das ist mein Problem. Okay. Gibt es überhaupt jemanden, der von Robert begeistert ist? Oh, das war noch viel schlimmer, als er unsere Geschäfte damals übernehmen wollte. Jetzt versucht er es wenigstens bloß bei Kelly. Was für eine Beruhigung. Dafür sind wir ihm ewig zu Dank verpflichtet. Denkst du, dass Eden jemals wieder mit mir redet, wenn ich Kellys Brautjungfer sein soll? Cassandra, es ist Kellys Hochzeit. Sie kann bitten, wen immer sie verdammt nochmal möchte. Eden kann deswegen doch nicht sauer auf dich sein. Sie wird es vielleicht Kelly nicht verzeihen, aber das ist ihr Problem. Ich muss mal kurz telefonieren und dann werden wir weiterarbeiten. Okay. Dante, hier ist Mason Capwell. Ich hätte einen kleinen Auftrag für Sie. Tja, wissen Sie einen guten Mann, der eine Zeit lang als Bodyguard für Julias Schutz sorgen kann? Tja, wissen Sie, ich bin etwas in Sorge wegen dieser Explosion in dem Bürokomplex von der Blue Sky Brigade und da sie immer noch dort zu tun hat, will ich eben einfach kein Risiko eingehen. Es wäre großartig, wenn er gleich anfangen könnte. Heute noch. Ja. Sie arbeitet in Dash Nichols Apartment. Er soll einfach bloß auf sie achten und soll mich über alle ihre Schritte genauestens informieren. Hervorragend. Als allererstes müssen wir herausfinden, wer im Aufsichtsrat von Rialto sitzt. Müsste das denn nicht irgendwo im Bundeszentralregister das stehen? Das trifft Aktiengesellschaften zu, aber Privatunternehmen können machen, was sie wollen. Wir müssen mit den Arbeitern sprechen, um herauszufinden, was genau dort passiert ist. Sind Sie denn sicher, dass das Sinn hat? Die schwärzen doch ihre Bosse nicht an. Die haben einen Job zu verlieren. Manchmal gibt es ein paar Menschen, für die Prinzipien wichtiger als ihr Selbstschutz sind.
Aha, so einer ist mir noch nie begegnet. Das klingt ja nach schlimmen Erfahrungen. Nein. Aber wenn Sie sich etwas näher mit Menschen beschäftigen, ist der Ärger vorprogrammiert. Und wenn es einmal nicht so ist, ist es fast wie ein Wunder. Hey, ich dachte, Sie wären Idealist und Sie verwandeln sich vor meinen Augen in einen Zyniker. Nein, ich bin keiner. Das waren nur Erfahrungswerte. Ich hoffe, dass Sie mir mal was darüber erzählen, sofern das nicht eins Ihrer Geheimnisse ist. Geheimnisse hat schließlich jeder, oder nicht? Ach, was soll's. Jedenfalls bin ich als Gastgeber eine Niete. Ich habe Ihnen nicht mal irgendwas angeboten. Ich bin schon etwas hungrig, offen gestanden. Tja, ehrlich gesagt herrscht in meinem Kühlschrank eine ziemliche Leere. Aus ein paar Getränken und Crackern ist da nicht viel drin. Aber vielleicht gibt es irgendwo noch ein Stück Käse. Ein kleiner Imbiss würde mir völlig reichen. Gut, mal sehen, was ich auftreiben kann. Danke. Gefahren aus dem Weltall. Ein interessanter Titel für ein ökologisches Werk. Nein, das ist Science-Fiction schon. Übrigens mein einziges Laster. Zumindest das einzige, was ich offen zugebe. Ich halte viel von fantastischer Literatur. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Daran sind meine Eltern schuld. Die einzige Flucht, die sie akzeptieren, ist die Flucht in diese Art von Literatur. Übrigens machen sie ihre Arbeit wirklich gut. Mir gefällt ihre Denkweise. Ich bin froh, dass sie mich vertreten. Erst mal sehen, wie der Prozess verläuft. Woher haben Sie das? Tut mir leid, aber es lag oben drauf auf dem Stapel. Ich habe nicht rumgeschnüffelt. Sagen Sie mir trotzdem, wer sie ist? Nur eine Freundin. Eine alte Freundin. Oh, abgeblitzt? Abgeblitzt. Sie ist tot. Darf ich Ihnen mein Beileid aussprechen, Miss Lampen? Wenn Sie hier unterschreiben würden? Ja. Muss ich mit irgendwelchen Komplikationen bei der Ankunft Nein, rechnen? Keine Sorge. Der Wagen des Bestattungsunternehmens wird bei der Ankunft auf der Landebahn bereitstehen. Der Sarg wird somit ohne Schwierigkeiten umgeladen. Sehr schön. Danke vielmals für Ihre Hilfe. Entschuldigen Sie bitte, die Frau, mit der Sie gerade sprachen... Miss Lam? Ja, Deborah, wir beide sind befreundet. Könnten Sie mir vielleicht ausnahmsweise einen Gefallen tun? Wann ist sie eigentlich gestorben? Oh, am 17. Oktober war das, vor 2 Jahren, genauer gesagt. Wie ist das passiert? Es war ein Unfall. Sie ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Julia, sollten wir jetzt nicht besser weitermachen? Ich denke, wenn wir uns durch diesen Berg durchkämpfen wollen, können wir uns Ablenkung nicht leisten. Richtig. Ja. Na dann los. Tada! Warte, ich hol den Champagner. Lass dich mal ansehen, bist du auch... Ich bin zwar etwas angegriffen. Aber ich hatte an diesem furchtbaren Ort immerhin viel Zeit zum Nachdenken. Wo wurdest du eigentlich gefangen gehalten? Lass uns nicht davon sprechen. Ich würde das gern verdrängen. Und außerdem ist das nichts für deine sensiblen Ohren. Ich wünschte, du würdest aufhören, mich wie ein kleines Kind zu behandeln. Tut mir leid. Weißt du, ich habe mir etwas geschworen, dass ich, wenn du gesund heimkommen würdest, ich nie mehr mit dir streiten würde. Komisch, genau dasselbe habe ich mir auch vorgenommen. Du hast mir wirklich gefehlt. Hey, was ist denn mit dir los? Du kennst doch Amados Schwester Nikki. Ja. Ja, sie ist tot. Was? Sie starb bei einem Bombenanschlag auf das Büro der Blue Sky Brigade und die Beisetzung war gestern. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Arme Amado. Sie war das Einzige, das ihm geblieben war. Sie hat ihm wirklich sehr viel bedeutet. Wie wär's, wenn wir ihn mit in unsere Familie eingliedern? Ist das wirklich dein Ernst? Natürlich, wenn du Amado gern hast, bedeutet er auch mir viel. Oh, danke, Mutter. Hier ist Mason Capwell. Ist meine Frau wohl noch bei Ihnen, Dash? Ja, sie ist hier. Ich hol sie. Danke. Hallo? Hallo. Ich hoffe, ich störe nicht, aber ich wollte fragen, ob du nicht Lust hättest, eure Sitzung zu verlassen und zum Strand zu fahren, denn ich würde dir heute Abend gern den einzigartigen Sonnenuntergang zeigen. Mason, das ist nicht so einfach. Überleg's dir gut. Heute war ein wunderschöner Tag und wann haben wir schon mal Gelegenheit dazu? Wolltest du nicht bis spät in die Nacht arbeiten?
Gibt es etwas Wichtigeres, als sich einen Sonnenuntergang anzusehen? Wir sind aber noch nicht ganz fertig, Schatz. Aber ich glaube, ein halbes Stündchen könnte ich für dieses Weltwunder schon noch ausschlagen. Na, und was wird dann? Nur der Sonnenuntergang? Ich wollte mit dir noch essen gehen. Ich verspreche auch, dass ich dich wieder zurückbringe, wenn wir fertig sind. Ja, ich bin wirklich hungrig. Wären Sie böse, wenn ich für 2 Stunden unterbreche und mit meinem Mann essen gehen würde? Oh, nein, nein, nur zu. Dann bin ich in einer halben Stunde in der Bahn an, okay? Prima. Ich halte die Sonne so lange fest. Julia geht mit mir Abendessen. Großartig, es tut dir bestimmt gut, sie zu sehen. Und ich bring dir das alles morgen ins Büro. Vielen Dank. Und danke, dass ich hier arbeiten durfte. Jederzeit. Gib Julia einen Kuss. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Hallo, da Hallo. Bist du ja. Das hat ich mir bin gerade rein und hätte mich gleich auf die Suche nach oh, dir gemacht. Oh, wie schön. Danke, dass du den beiden geholfen hast. Das war außerordentlich wichtig für mich. Wie schön. Dann war's das wert. Ich nehme an, Augusta ist längst befreit und der ganze Albtraum ist vorbei. Gut. Lionel wird froh sein. Ich bin mir nicht sicher, was mit Lionel ist, aber mögen werde ich ihn nie. Warum du ihn magst, ist mir schleierhaft. Wieso liegt dir denn nur so viel an ihm? Nur deinetwegen habe ich ihm geholfen. Danke. Gern geschehen. Kelly, so ein Zufall. Wir wollten gerade zu dir. Den Weg könnt ihr euch jetzt sparen. Das klingt aber nicht sehr begeistert. Weiß das schon, Mama? Nein, noch nicht. Wovon spricht sie? Robert und ich haben den Termin festgesetzt. Nächsten Monat werden wir heiraten und davon werden wir uns weder durch irgendwelche Naturkatastrophen noch durch irgendwelche Familienmitglieder oder Freunde abbringen lassen. Ich schlage vor, wir machen das Beste daraus. Gesund und munter wiederzusehen, selbst zu so nachtschlafender Zeit. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, ihn sofort zu danken. Das kann ich niemals wieder gut machen. Ich habe Ihnen meine Freiheit und mein Leben zu verdanken. Ja, Ihr Leben verdanken Sie mir nicht zum ersten Mal, wenn ich mich recht entsinne. Umso mehr Grund, Ihnen dankbar zu sein. Sie werden langsam so eine Art Schutzengel. Tja, nun, wir wollten Ihnen einfach nur danken und wir wollten Sie nicht aufhalten. Lass uns gehen. Warte mal. Warte bitte. Für meine tiefe Dankbarkeit reichen 2 Minuten Ich weiß, nicht. Liebling, aber du bringst die bloß in Verlegenheit. Sie ist ein Sie sollen wissen, dass ich mit allen Mitteln versuchen werde, mich dafür Lassen zu revanchieren. Lassen Sie das nur mein Problem sein, Augusta. Ich komme schon auf meine Kosten. Schließlich werde ich dafür Ihr Grundstück bekommen und dann bin ich vollauf zufrieden. Nicht. Wovon redet er bitte? Es geht nur um ein kleines Geschäft, vollkommen unwichtig. Hast du ihm etwa unser Grundstück verkauft? Das Land, auf dem wir bauen wollten? Ja. Nur darum waren Sie einverstanden, mir das Leben zu retten? Tut mir leid, dass du es auf diese Weise erfährst. Ich wollte es dir selbst sagen. Was hätte das für einen Unterschied gemacht? Und was Ihnen das wäre? Natürlich nicht. Sie wissen, wie wichtig dieses Land für uns ist. Was für ein gemeiner, fieser Trick. Augusta, reg dich doch nicht auf. Hör zu, Schatz, vergiss einfach das verdammte Grundstück. Nur eins ist mir wichtig, dass du noch lebst und bei mir bist. Also, ich meine, habe ich recht? Komm her, Kopf hoch. Hm? Wenn du ihn jetzt zum Mann nimmst, gehörst du nicht mehr zur Familie. Und es wird kein Zurück mehr für dich geben. Ein schöner Sonnenuntergang, Bodyguard. Was noch? Was es auch sei, du wirst es bekommen. Vorsichtig.
schaffst du nicht doch ohne Bodyguard. Auf keinen Fall. Und darüber lasse ich mit mir auch nicht reden. Was sein muss, muss sein. Solange du noch in Kontakt zu Nichols und seiner Truppe stehst, wird er dich beschützen. Basta. Diese Bestimmtheit mag ich so an dir. Tust du nicht. Du denkst, ich will dich beherrschen. Weißt du denn, ob ich mir nicht insgeheim wünsche, mal beherrscht zu werden? Vielleicht bin ich ja nur zu verklemmt, um mich zu meinen Bedürfnissen zu bekennen. Interessant. Das müssen wir erforschen, wenn wir zu Hause sind. Ich forsche immer gern. Ich schlage vor, dass wir noch was trinken, bevor wir zum Abendessen in den Dschungel gehen. Wie wäre ein schöner Tequila Sunset? Nein, die Realität reicht mir vollkommen. Eins würde ich gerne erfahren. Was denkst du heute über Nichols, jetzt wo er dein Klient ist? Hast du ein anderes Bild von ihm? Ich habe etwas mehr Einblick in sein wahres Wesen gekriegt. Mir ist aufgefallen, dass er verwundbar ist. Schwer vorzustellen, nicht? Es steckt weit mehr in ihm als nur der große Junge, der gegen Windmühlen anrennt. Ach so, Windmühlen sind es schon. Sinnbildlich gesprochen natürlich. Ich find's gut, was er tut. Und ich denke, dass er wirklich Außergewöhnliches für die Umwelt leistet. Sie können ihm nicht sein Heim wegnehmen. Das Land gehört schon ewig seiner Familie. Muss ich erst erwähnen, dass er wohl kaum in die Verlegenheit gekommen wäre, wenn er sich nicht an meinen Bildern... Aber Sie haben die Bilder wieder zurückgekriegt. Ja, nun lasst uns doch jetzt nicht wegen Lächerlichkeiten streiten. Ich bin vollständig zufrieden mit unserer Abmachung, Sissi. Doch kein Blödsinn, Lionel. Sicher gibt es andere Wege. Sie können ihn doch nicht seines Heimes berauben. Schon allein wegen Minks. Das wäre ihr Ende. Soll man sagen, dass Sie mir das Leben auf Kosten von Ihrem gerettet hätten? Wer sollte das tun? Ich. Wenn es so weit kommt. Bitte, Lionel kannte die Konditionen und war einverstanden. Ja, damit konnte er sich aus einer Situation lösen, in die er sich selbst reinmanövriert hat. Oder genauer gesagt, sie. Moment, einen Augenblick. Das kommt der Wahrheit nur bedingt nahe. Durch wen sind wir denn in diese Situation geraten? Einzig und allein durch sie. Oh ja, ich meine, wer hat uns denn so schäbig behandelt? Schäbig? Ja, ja, genau. Schäbig. Ja, schäbig. Sie waren immer unfair zu uns, zu Laken, zu Warren, zu meiner ganzen Familie. Sie sind niemals fair gewesen. Sie haben es immer genossen, uns als auszuwischen. Ja, Lionel, Sie haben recht. Ich hab's immer genossen, wenn ich Sie reinlegen konnte. Ja. Dieses Mal ist es Ihnen ganz allein gelungen. Es war doch nicht mein Vorschlag, geben Sie mir die Urkunde. Die bekommen Sie gleich morgen früh, Sissi. Komm, August. Nein, lass uns du gehen. Machst es ihm viel zu leicht. Ich lass mir das nicht gefallen, Sissi. So viel zu Ihrer tiefen Dankbarkeit. Lionel, kann ich kurz mal mit dir reden? Oh, sicher, sicher. Das trifft sich ausgezeichnet. Ich war noch nicht fertig mit ihm. Oh, bitte. Schön, dass sie wieder da ist. Ja, es ist wundervoll. Endlich ist es zu Ende. Ich bin so glücklich, dass ich sie unbeschadet wieder habe. Wir haben wieder eine gemeinsame Zukunft. Ich meine, wer weiß, vielleicht gelingt es uns sogar, die Vergangenheit zu vergessen. Das hört sich gut an. Ja? Und es trifft sich gut, weil ich anfange, die gleichen Gefühle für Mr. Campbell zu hegen. Wirklich? Ja, ich möchte wieder mit ihm leben. Mir macht bloß Angst, dass Gina sicher alles tun wird, was sie kann, nur um mich davon abzuhalten. Dann müssen wir uns was einfallen lassen, um es irgendwie zu verhindern. Das habe ich bereits. Ich werde Sissi von unserer gemeinsamen Nacht erzählen. Sophia, das glaube ich einfach Doch, nicht. Ich muss es tun. Verstehst du denn nicht? Der einzige Weg, sie zu entwaffnen, ist ihr zuvorzukommen. Das ist meine einzige Chance. Warum hast du den Mann hierher gebracht? Und wozu der Sarg? Je weniger du weißt, Tante Mabel, umso besser ist es für euch. Du sollst einfach nur für ein oder zwei Wochen auf ihn aufpassen, okay? Ihr müsst bloß darauf achten, dass es ihm nicht möglich wird, von hier zu verschwinden. Wenn er es versucht, dann müsst ihr ihn töten. Gut, das dürfte für den Anfang reichen. Ihr bekommt den Rest, wenn ich ihn wieder abhole. Roy, ich hoffe, ich kann mich auf dich verlassen. Hab nur keine Bange. Lass deinen Freund ruhig bei uns. Wir wissen, wie man Gäste behandelt. Das schlafende Prinzchen erwacht. Willkommen in deinem neuen Heim, Robert. Benimm dich vernünftig, dann bleibst du am Leben. Das hätte ich fast vergessen. Antwortet nicht auf seine Fragen. Ihr redet am besten gar nicht mit ihm. Er ist ein Meister der Konversation. Sie kümmern sich um dich. Versuch nur nicht wieder abzuhauen. Wie lange bleibst du noch hier? Solange es nötig ist. Ich verstehe nicht, wieso Sie mir keine Auskunft erteilen können. Ich will doch nur wissen, mit welcher Maschine Miss Lansden fliegen wird. Ich darf es Ihnen nicht sagen. Ja, das sagten Sie bereits. Sie dürfen mir keine Auskunft erteilen. Aber bitte, wie war Ihr Name? Phil. Phil, ich bin Eden Castillo. Ich arbeite für KSB-TV. Ich weiß, ich habe Sie schon oft gesehen. Na also, Phil, mein Chef wird mir den Kopf abreißen, wenn ich Sie nicht finden kann. Naja, die Maschine...
ist sowieso weg, also wird niemand was dagegen haben. Miss London ist auf dem Weg nach New Orleans. Sie überführt einen verstorbenen Verwandten. Ein Verwandter von ihr? Mhm. Oh, aber natürlich. Ich meine, war sonst irgendwer bei ihr oder muss sie das ganz allein durchstehen? Ja. Wie schrecklich. Sie waren sehr hilfsbereit. Können Sie mir noch verraten, wo ein Münzfernsprecher steht? Ja, da. Oh, danke. Es ist nicht der Bruce Butler. Also das glauben Sie mir nie, obwohl ich fürchte, Sie werden es müssen. Miss London reist in Begleitung eines verstorbenen Verwandten nach New Orleans. Ja, aber wenn das so ist, wieso hat sie nicht gesagt, was los ist, als sie sie gebeten hat, sie zu vertreten? Keine Ahnung. Aber es geht noch weiter. Sicher kommen Sie niemals darauf, wer zufälligerweise ebenfalls einen Flug dorthin gebucht hat. Bobby geht auch zur Beerdigung. Genau das will ich rausfinden. Eben, warten Sie. Ich muss leider los. Mein Flugzeug startet gleich. Ich rufe Sie von New Orleans an. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.